Sie produzieren für Frankenfernsehen. Die Sendung kommt monatlich. Sie wird von Jugendlichen produziert aus Nürnberg. Warum habe ich nicht hier auch einmal hier zwei Quellen? Der YouTube-Kanal Polaris Jugendfernsehen wurde am 11.04.2013 gegründet. Polaris wird vom Medienzentrum Parabol Nürnberg produziert. Die Unterhaltungsnachrichtenshow berichtet aus Nürnberg und Umgebung. Die Show wird von Jugendlichen produziert. Nun schauen wir ein Video von einer Minute von den an. Der kostenlosen Verpflegung von Lebensmitteln, Klamotten und Hygieneprodukten ist die soziale Beratung und Hilfestellung in konkreten Problemlagen ein wichtiges Standbein der Wärmestube. In diesem niedrigschwelligen Bereich und den langen Öffnungs- und Anwesenheitszeiten am Wochenende und den Feiertagen ist die ökumenische Wärmestube die einzige Einrichtung in dieser Form in Nürnberg. Das bedeutet momentan auch, dass wir sehr viele Probleme haben, weil unsere Kapazitäten bei Weitem überschritten sind. Wir haben hier ein Sitzplatzangebot von ca. 70 Sitzplätzen und wir geben bis zu 200 Mittagessen am Tag aus. Ja, da war ein kleiner Ausschnitt auch der Polaris-Sendung von August 2018. Wir kommen jetzt zum Kanaldesign. Soweit finde ich da eigentlich alles schön gut gemacht. Hier Übersicht, Video, produzieren die auch viel, Playlists, haben die eher weniger, Kanäle, ist in Ordnung, Diskussion ist mir auch nicht so wichtig, Kanalinfo ist kaum was drin. Jo, das ist der Design von Polaris, ist ja ein Jugendmagazin für Frankenfernsehen, ja, was eben produziert wird. Nun schauen wir den aktuellen Ausschnitt, eine Minute, was in der aktuellen Sendung von Polaris, Sendung von Mai stattfindet. Hallo und herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe von Polaris. Mein Name ist Marika und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wer aus Nürnberg kommt und gerne mal ausgeht, der kommt auch am Z-Bau nicht vorbei. Und das dürften relativ viele sein, denn der Z-Bau ist eine Location für Veranstaltungen jeglicher Art. Egal ob Konzerte, Kunstausstellungen oder Biergarten, normalerweise ist dort immer was los. Ja, normalerweise. Denn wie soll es auch anders sein, leidet auch der Z-Bau unter Corona. Die meisten Aufgaben, die im Z-Bau normalerweise anfallen, liegen aktuell auf Eis. Aber wie schafft man es, trotz der aktuellen Aussichten positiv zu bleiben und die Hoffnung? Diese Frage stellen wir uns und die Antwort bekommt ihr dann ja auf dem Video dann eben. Welche sozialen Medien hat Polaris denn eigentlich? Ich weiß da auch selber eigene Hand. Polaris wird ja vom Medienzentrum Parabol ja produziert. Darum weiß ich auch, dass die vom Medienzentrum sind. Und Medienzentrum Parabol hat auch eine Webseite, wo man mal deine Bauch schauen kann. Und hat auch noch einen zweiten Kanal, CTV. Deine Stadt, dein Kanal, kann ich ein anderes Mal vorstellen. Das ist aber nicht so wichtig. Nun kommen wir zum letzten Punkt der Vorstellungsrunde
Und da ist die Verbesserungsvorschlag. Ich habe mir ein paar Punkte rausgeschrieben, wo ich sage, da könnte man vielleicht noch etwas machen. Zum Beispiel Polaris hier. Könnte man in diese normale Größe, dass man echt am Handy, Tablet oder auch am Fernseher sich anschaut, echt da echt schön abgebildet ist. Und nicht so wie hier einfach alles einfach so metergroß. Ja, da ist ein Beispiel, was ich an Verbesserung vorschlagen hätte. So, auch Thema Playlists. Würde ich in dem Fall eine Jahresplaylist von zum Beispiel 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 hier irgendwie reintun, dass man irgendwie grob eine Art kleinere Playlists hat, dass man weiß, welche Sendungen sind hier vom 2020 genau produziert wurde und ich mir auch nochmal alles in einem Durchlauf anschauen kann. Das ja. Was mir auch sehr aufgefallen ist, ist mir nicht so wichtig, aber das sind die Thema Thumbnails. Ist auch bei mir ein großes Problem, das weiß ich. Darum nicht so ganz wichtig, aber Thumbnail sollte hier vielleicht mal irgendwie hin, dass man vielleicht hier einfach irgendwie so grob, ja, einfach eine Abbildung hat, Polaris-Sendung, Mai-Ausgabe 2021 oder danke, Mai-Ausgabe 2021, dann passt das ja schon da drin. Und da vielleicht irgendwie zu schauen, ob man da vielleicht noch was machen könnte. Was mir auch sehr aufgefallen ist, in die Beschreibung hier hinten bei Kanalinfo, die ist sehr, sehr leer. Da würde ich ein bisschen an Beschreibung hineinfügen wollen. Oder das ihr tun soll, weil irgendwie sieht das mir alles ein bisschen zu leer aus und ja, mir macht das leider ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wo ich dann noch mich in die melden soll. Es gibt ja diese E-Mail-Adresse. Aber mehr gibt es da eigentlich auch nicht. Und das würde ich in dem Fall hier auch alles noch reinschreiben. Und wer ist denn überhaupt Polaris? Wieso wird das produziert? Wieso kommen da Videos hoch? Alles sowas sollen einfach Informationen liefern, Webseiten verlinken. Das sollte machbar sein. Ja. Wir kommen dann auch zum Ende. Schau gerne mal rein, wenn du aus Nürnberg bist oder Umgebung. Und wenn du mal selber so eine Polaris-Sendung moderieren möchtest, dann schau dich auf der Webseite von Medienzentrum Parabol um und ja, oder wenn ihr einfach selber Beiträge habt, die ihr mal selber berichten wollt, dann geht da gerne mal mit. Da ist kein Beinbruch, jeder ist mal groß und klein, bei jeder Übung wird man schlauer und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen, traumhaften Tag. Die Zeit läuft, keine Ahnung. Ich sollte vielleicht meinen Timer hier einsetzen. Die Zeit ist für heute.